Wenn du Artikel auf Amazon verkaufen möchtest und diese auch durch Amazon versenden lassen möchtest, dann musst du die Waren erstmal an Amazon verschicken. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir einen Lieferplan erstellen und die Artikel vorbereiten für den Amazon-Versand. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Wir schauen uns das Ganze an meinem Notebook an, lass uns loslegen. Ja, Freunde, wie angekündigt, schauen wir uns heute an, wie wir die Waren an Amazon verschicken, wie wir einen Lieferplan erstellen, damit Amazon uns über das FBA-Verfahren die Waren an den Kunden verschickt. Und zuerst einmal musst du immer einen Anlieferplan erstellen. Sobald du Waren an Amazon versenden möchtest, ist ein Anlieferplan sehr, sehr wichtig und ohne den geht's gar nicht. Danach musst du schauen, wer das Etikettieren übernimmt. Machst du das selbst oder lässt du es den China-Händler, wo du vielleicht die Ware bestellst, abfertigen oder sogar sagst du, ich möchte, dass Amazon das Ganze macht. Wir schauen uns das Ganze an, was das Ganze kosten könnte und so weiter und so fort. Zuerst einmal schauen wir uns hier an, mit welchem Produkt wir das machen. Ich habe hier mich entschieden, dass wir das mit einem Rode Videomikrofon machen. Den habe ich eine Zeit lang verkauft und möchte ihn jetzt wieder an Amazon verschicken zum Amazon FBA. Und wenn wir das Ganze beginnen, drückst du einfach mal, wählst du erstmal deinen Artikel aus halt und dann drückst du hier auf Bearbeiten und dann hast du hier mehrere Optionen. Also bei mir sieht man direkt Artikel an Amazon schicken. Sollte jetzt diese Option bei dir nicht stehen, dann ist es vielleicht durchaus möglich, dass du die Waren bislang selbst verschickt hast und erstmal den Versand durch Amazon ändern musst. Hier haben wir die Option zu Versand durch Händler ändern und bei dir würde dann stehen zu Versand durch Amazon ändern. Und dann ergibt sich dann die Option Artikel an Amazon senden ergänzen und darauf klickst du an und hier hast du dann die Möglichkeit, einen Anlieferplan zu erstellen. So, und dann eröffnet sich dir dieses Fenster hier. Und hier drückst du dann, wenn die Auswahl noch nicht gegeben ist, im Normalfall ist das Standard, einen neuen Anlieferplan erstellen. So, des Weiteren hast du hier den Absender, der hier steht. Der kann zum Beispiel sein, wenn du die Waren direkt vom China-Lieferanten an Amazon verschicken möchtest, könnte es die China-Adressierung sein, Adresse. Oder wenn du den Versand von dir aus an Amazon-Lager verschicken möchtest, dann wird hier deine Adresse stehen, die du auch wichtig ganz genau angeben musst. Und wenn du die genaue Lieferadresse von deinem Lieferanten nicht kennst, dann frag ihn natürlich. Ja, der wird dir ins Detail die Adresse geben, so dass du diese auch ins Detail eingibst. Die muss, wie gesagt, sehr, sehr identisch sein. Nicht, dass deine Ware verloren geht oder so. Das wäre sehr unpraktisch. So, das Ganze gibst du dann hier ein. Dann wählst du das Ziel Marketplace aus, wohin du die Ware einsenden möchtest. In dem Falle möchtest du nach Deutschland verschicken und dann wählst du natürlich die Verpackungsart aus. In dem Falle sind es einzelne Produkte, das heißt verschiedene Produkte in einem Karton, was eigentlich so nicht die Regel ist. Im Normalfall sind es dann Produkte in sortenreinen Kartons. So, dann wählen wir hier die Produkte in sortenreinen Kartons aus und weiter zu Anlieferplan. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, die Produkte jetzt einmal zu bestimmen, wie viele Kartons kommen denn. Und zwar, wie viele Einheiten pro Umkarton sind enthalten. Es kann natürlich sein, dass ein Umkarton mehrere Artikel, mehrere Einheiten beinhaltet. Ja? Hier musst du genau angeben, beziehungsweise fragst du deinen Lieferanten vorher nach, wie genau das Ganze verpackt ist, wie viele Umkartons denn in einer Verpackung drin ist. Eine Einheit ist immer ein Artikel und darum ist normalerweise immer ein Umkarton. Und in dem Fall gibst du das dann auch ein. Wir haben beispielsweise jetzt eine Einheit pro Umkarton und Anzahl der Kartons haben wir zum Beispiel 100 Stück. Nehmen wir 100 Stück. Genau. Wenn du weitere Produkte hinzufügen willst, hast du hier auch die Möglichkeit dazu. Jedenfalls können wir hier dann auf Weitergehen
Und hier haben wir nochmal die Option, wo wir nochmal eine Kategorie auswählen. Denn Amazon hat hier sehr viele verschiedene Produkte, die sie empfängt und muss sie verschiedenerweise auch behandeln. Und zwar gibt es dann hier zum Beispiel auch zerbrechliche Artikel, Kleinteile, Produkte für Erwachsene, Flüssigkeit und so weiter und so fort. Die müssen immer verschieden vorbereitet werden und verschieden bearbeitet bzw. auch gelagert werden. Ja? Hier gibst du dann an, ob dein Produkt irgendwelche dieser Regeln ja, erfüllt und vielleicht zerbrechlich ist, Glas ist und besonders verpackt werden muss. Da haben wir zum Beispiel Beispiele, wie du siehst, sind es zum Beispiel Gläser, Spiegel und so weiter, die speziell verpackt werden müssen und zerbrechlich sein können und natürlich auch gewisse Vorbereitungen benötigen. Ja? Wenn du so ein Produkt hast, dann solltest du mit dem Lieferanten abklären, bereitet er für dich das schon mal vor, wie verpackt er das Ganze, ist es wirklich stoßfest in einer Verpackung drin? Und vieles mehr musst du abklären mit dem Lieferanten. In unserem Fall ist es so, dass wir keine Vorbereitung vonnöten haben und das Ganze dann so gesagt auch hier auswählen können. Und wenn du das Ganze, wie gesagt, einmal eine andere Kategorie wählst, kannst du das Ganze auch durch Amazon abwickeln lassen. Die berechnen dir dafür natürlich Geld oder du machst es selbst, wenn du die Ware erstmal zu dir schicken lässt. Generell eine Sache zwischendurch würde ich, wenn du mit einem Lieferanten noch nicht lange arbeitest oder sogar das erste Mal, würde ich die Waren immer erstmal zu dir schicken, um dir ein Bild von der Qualität zu machen, wie genau wird es verpackt, wie genau ist das Ganze denn überhaupt in den Kartons gepackt, ja, so dass du ungefähr abschätzen kannst, dass Amazon damit auch klarkommt. Wenn du dann mit einem Lieferanten schon längere Zeit zusammenarbeitest und du dann von der Qualität und der Art und Weise, wie er das Ganze verpackt, zufrieden bist, dann kannst du auch in Zukunft so machen, dass du das direkt vom Lieferanten an die Amazon-Zentrallager schicken lässt. Da wirst du definitiv Zeit und Geld sparen. So, in dem Falle möchten wir das von uns verschicken und wir haben ja halt keine besonderen Sachen ausgewählt. So, des Weiteren kommt das Etikettieren. Wer übernimmt das Ganze? In der Regel ist es so, dass der Hersteller das Etikettieren kostenlos für dich macht. Du musst natürlich dem Hersteller aber auch die Etiketts bereitstellen, die auf die Produkte draufgeklebt werden müssen. Ja? Wenn du das Ganze selbst machst, musst du das Ganze hier durch Verkäufer auswählen. Lässt du das Ganze durch Amazon machen, dann klickst du hier auf Amazon und wir sehen hier, Amazon berechnet uns dann pro Einheit 15 Cent. Das macht hier bei 100 Stück nicht viel aus, 15 Euro ist jetzt nicht die Welt, kann man auch ruhig durch Amazon machen lassen. Jedoch würde ich das immer durch den Lieferanten machen, weil es kostet in der Regel nichts oder nur eine kleine Gebühr. In China wird das generell sehr, sehr günstig oder gar kostenlos gemacht. In dem Fall möchten wir das auch durch den Verkäufer machen, das heißt wir selbst oder unser Lieferant macht das und dann müsst ihr Verkäufer wählen. So, und dann habt ihr die Möglichkeit hier ein Etikett auszuwählen in verschiedenen Größen und in verschiedenen natürlich Anzahlen. Ist es jetzt ein kleines Produkt, solltet ihr hier auch das kleinste Etikett mit 44 Etiketten pro A4-Seite wählen. Ihr seht hier die Maße, das sind 48 mm mal 25. Oder ist das ein größeres Produkt, dann sollte natürlich auch ein größerer Barcode draufstehen. Ist wie gesagt von euch abhängig, ihr müsst selbst die Maße wissen dazu. Ich nehme hier erstmal die 44 Etiketten mit 48 x 25 mm. So, und dann drücken wir auf Etikett Produkte drücken. Und dann öffnet sich uns hier die PDF-Datei, die die ganzen Etiketts beinhaltet. Genau dieses Etikett. Und wir sehen hier den Strichcode mit der ASIN. Die ist eindeutig für euch und die könnt ihr immer wieder nutzen, wenn ihr immer das gleiche Produkt verkaufen möchtet und an den Lieferanten genau diese PDF-Dateien schicken. Diese druckt er dann aus und beklebt eure Artikel damit. Also sehr wichtig, dieses Formular. So, und wenn ihr das Ganze dann ausgewählt habt und für euch abgespeichert habt, dann geht ihr weiter und hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Sendung zu überprüfen. Und hier haben wir halt auch die Möglichkeit, einen Sendungsnamen zu erstellen. Sind es jetzt mehrere Artikel bzw. Sendungen, die ihr an Amazon verschicken lassen möchtet und durch Amazon FBA verschicken lassen möchtet,
dann solltet ihr hier vielleicht einen Namen erstellen. Und dann sehen wir hier nochmal die Händler-SKU. Es ist eine Händler-SKU, weil es nur einen Artikel betrifft. Fälle, es sind 100 Artikel, 100 Stück, ja. Und hier sehen wir auch dann das Zielversandzentrum. In dem Fall wird es Dortmund sein, ja. Das gibt also Amazon vor, ihr könnt das nicht aussuchen und später kriegt ihr auch die Adresse, wohin das Ganze gesendet wird. So, dann können wir genehmigen und fortfahren. So, dann haben wir hier nochmal die Übersicht, ja, das haben wir ausgewählt. Hier haben wir nochmal das Versandzentrum, wo das Ganze hingeht. Sendungsnummer haben wir hier auch schon stehen und dann können wir nochmal auf Sendung bearbeiten drücken. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit auszuwählen, mit welchem Lieferservice kommt denn unser Paket bei Amazon an. Und da müsst ihr natürlich auch den Lieferanten fragen, mit welchem Versandanbieter er das Ganze verschicken wird. In der Regel ist es DHL oder UPS, dann habt ihr hier die Möglichkeit auch andere auszuwählen. Federal Express ist es oft oder auch TNT. So, und dann müsst ihr auch auswählen, die Versandmethode, ist es eine Paketsendung, das heißt in Kartons, in großen Paketsendungen, oder ist es sehr viel Ware und kommt mit einer LKW-Teilladung, das heißt Palettensendung an. Ja, das muss Amazon wissen, damit die das genau richtig bearbeiten können. So, dann haben wir hier Sendungsverpackung, es sind mehrere Kartons, das Webformular verwenden, das was wir gerade erstellt haben. Hier haben wir jetzt nun die Möglichkeit anzugeben, wie viele Einheiten pro Karton denn drin sind. In der Regel, zum Beispiel bei dem Artikel, sind es 10 Stück in einem Karton und dann haben wir auch 10 Kartons. Gesamtmenge ergibt das dann 100. Gewicht der Kartons ist auch wichtig, damit Amazon das einschätzen kann, mit wie viel Gewicht die zu rechnen hat und natürlich auch die Maße, damit die wissen, wie viel Platz die für euch im Lager bereitstellen müssen, um da eure Ware einzuliefern und einzulagern. Und das müsst ihr in der Regel den Lieferanten natürlich fragen, habt ihr die Ware jetzt schon zu Hause und wickelt das Ganze von zu Hause ab und schickt es auch von zu Hause ab. Dann könnt ihr eben kurz den Karton auf die Waage packen und ungefähr wissen, wie viel Kilogramm das Ganze nimmt. Ich sage mal so hier 15 Kilo pro Karton und die Maße, ja, sagen wir mal 60 mal 60 mal 30. So, genau. Und das Ganze bestätigen wir dann. So, hier wird nochmal berechnet. So, dann berechnet ihr hier die Gebühren, was ich schon gemacht habe. Dann müsst ihr natürlich die Geschäftsbedingungen einmal akzeptieren und dann die Gebühren in dem Fall auch akzeptieren. So, das wird dann eben übernommen. Und des Weiteren habt ihr dann hier die Möglichkeit, auf die jeweils 10 Pakete ein Etikett zu drucken. Sowie für jedes einzelne Produkt müsst ihr auch für jedes Karton ein Etikett ausdrucken, damit Amazon hier weiß, was die hier erwartet und ankommt. So, und dann am Ende müsst ihr dann halt die Sendung abschließen und an Amazon verschicken. Hier habt ihr nochmal Infos, Anleitungen zum Anbringen der Kartonetiketts. Und wenn ihr dann die Sendung abschließt, habt ihr dann den Anlieferplan erstellt, dann weiß Amazon Bescheid, was auf sie zukommt, womit sie rechnen können und wie sie die Ware einlagern in deren Versandzentren. So ist das Ganze abgehandelt und dann kriegt ihr nochmal die Info, wenn die Ware eingetroffen ist und dann habt ihr auch die Möglichkeit direkt zu sehen, jo, ein Lagerbestand ist beim Amazon Lager eingetroffen und dann könnt ihr die Ware ganz normal über Amazon FBA verkaufen und habt die Möglichkeit hier euch zurückzulehnen und das Ganze zu beobachten. Wenn du noch weitere Fragen zu diesem Ablauf hast, dann nutze gerne die Kommentarfunktion, frage mich und ich werde das Ganze so schnell wie möglich beantworten. Wenn du noch nicht weißt, wie du überhaupt Artikel online stellst und so weiter, ich habe viele Videos dazu schon gemacht, wie du bei Amazon überhaupt die ersten Schritte machst. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die kannst du dir gerne anschauen, verlinke ich unten in der Beschreibung. Und sonst freue ich mich, wenn dir das Video hilfreich war, gib mir dazu einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Verkaufen
und bis zum nächsten Video. Tschüss.